Stimmungsvoll wurde der Adventmarkt in Saarling aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Also der Hauptgrund war eigentlich, dass unser Sohn, der den Gasthaus Donnerhofen betreibt, gesagt hat, er möchte wieder einen Adventmarkt machen, weil die letzten zwei Jahre keiner war. Und es ist auch von verschiedenen Seiten an uns herangetragen worden. Die Leute haben gefragt danach. Und ich denke, wenn man sich den Besucherstrom anschaut und wenn man schaut, welche Leute heute da sind und gestern schon da sind gewesen bei dem kleinen Adventmarkt, dann denke ich mir, dann kann man sich freuen auf eine Fortführung. Denn wie schön, besinnlich und feierlich Advent im Mostviertel sein kann, das durfte man hier erleben. Die Bastards sind da, es sind die Feuerwehr Saarling klarerweise da, es ist der Turnverein da, es sind die Kinderfreunde da. Also es sind eigentlich, wir haben es versucht, aus allen Gruppierungen, aus allen Richtungen ein bisschen was zu finden und die Leute zu bewegen. Das heißt, wir haben eine Mischung aus Vereinen, wir haben eine Mischung aus privaten Leuten, die hierher gefunden haben und die gesagt haben, sie wollen ausstellen. Und natürlich auch die Gebietswinothek Winocina ist da, unser Sohn sowieso. Ein gemütlicher Adventmarkt also, bei dem der Duft von Punsch, Glühwein und Lebkuchen durch das Adventdorf weht, Glöckchen erklingen, Kerzeln und Kugeln hell leuchten. Ich finde das voll super, weil es ist eigentlich einmal im kleinen Rahmen, es ist kein Massenauflauf, man kennt dann jeden und es ist total lieb gemacht, das Ambiente da, also da haben sie wirklich was ganz Tolles herzaubert. Ja, ich finde es voll cool organisiert. Wir waren jetzt schon länger nicht mehr in Saarling und wir sind recht begeistert. Den kleinen Tag zufällig, weil der Nikolaus heute noch kommt und Glühwein und Weihnachtsstimmung, also echt begeistert. Ja, finde ich voll super, dass sowas organisiert wird, dass es so viele Freiwillige gibt, die die Zeit nehmen und das alles machen. Toll. Super, bin ganz begeistert. Was gefällt Ihnen da dran? Der Glühwein. Ich finde es super, ich kann den Heimvorteil heute voll ausnutzen einmal, muss einmal nicht nach Hips fahren und ich finde es voll super, also es ist wirklich gut aufgezogen und ein großes Angebot, Getränke sind gut und warm, echt super. Ja, sensationell, klein, fein, Haufen Leute da, passt perfekt. Es ist sehr schön, dass in so kleinen Ortschaften ebenfalls so eine Zusammenkunft kommt, mehr oder weniger, und man trifft doch wieder Leute, was man länger nicht gesehen hat und kann sich da ein bisschen unterhalten, es ist eine angenehme Atmosphäre. Ja, ist eine klasse Geschichte, weil auch in der Region so etwas passieren und das hat sich wieder gefunden durch ein paar Vereine. Ja, man sieht es eh, die Leute nehmen es an. Das ist die erste Veranstaltung seit 2-3 Jahren. Vielleicht wird es noch mehr. Wir haben uns bemüht. Ich glaube, das Angebot ist sehr gut. Ja, ich finde es eine klasse Geschichte, dass auch in den kleinen Regionen was passiert. Neben regionalem Brauchtum, liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk und vorweihnachtlicher Stimmung darf natürlich auch die Kulinarik nicht fehlen. Und da durfte man in herzhaft bodenständige Schmankerln beißen. Bei uns gibt es unseren berühmten Burger, den wir selber machen. Und natürlich einen Punsch, einen Tee. Der Punsch wird selbst gemacht. Also bei uns wird alles selber gemacht. Also nichts fertig gekauft, sondern wird wirklich, da muss man sich natürlich hinkusten. Nicht? Aber das ist, sind wir Feuerwehr. Nicht? Die kennen das. Wir haben Spezialitäten, natürlich gute Achterl. Wir haben die Frieda, die Perle heute vorgestellt, unser neues Produkt. Der Friedrich der Schöne ist ja schon sehr gut bekannt und die Frieda ist jetzt dazugekommen und wir haben ausgezeichneten Schilcherglühwein und einen klassischen guten Rotweinglühwein. Als Maroni-Brater gibt es heute frische Maroni von Italien. Schaut mal her da. Das ist der letzte Rest vom Schützenfest. Ganz gute Maroni. So. Und nachher gibt es dann noch Kartoffeln. Kartoffeln machen wir dann noch. Nicht nur die Kartoffeln luden zur weihnachtlich-kulinarischen Entdeckungsreise am Adventmarkt in Saarling ein. Auch Punsch, Glühmost und Glühwein stehen im Mittelpunkt des Adventfeierns. Ich bin eigentlich Glühweintrinker, ja, also ist mir schon lieber. Also nachdem, dass ich im Mostviertel daheim bin, bin ich eher der Mosttrinker. Also ich habe mir heute von der Winocina einen Schilcher-Glühwein geholt, der ist ausgezeichnet gut und ich glaube, bei dem würde ich auch bleiben heute. Glühweintrinker. Glühwein im Normalfall. Mir persönlich ist der Glühmost lieber, weil er halt auch bodenständiger ist. Das Mostviertel gehört das ja dazu, oder? Natürlich. Unbändige Zugkraft mussten die Mostviertel-Bastards beweisen, denn sie wurden als Rentiere vor den Schlitten des Nikolaus gespannt. Er zog durch das Adventdorf und brachte mit seinen mitgebrachten Geschenken Kinderaugen zum Strahlen.